So, ich bin nach einer kurzen Pause wieder zurück und wir sind natürlich jetzt in dem neuen alten Krieg mit dem Mogulreich verwickelt. Und ja, wir können uns jetzt entscheiden, was wir machen. Ob wir erstmal unsere Provinzen hier verteidigen. Die Mogulen haben ja in einigen Provinzen einige Truppen aufgestellt. Hier haben sie eine Kamelnomaden-Batterie gerade zu stehen. Und hier haben sie auch ein paar Mörser und Hindu-Musketiere und andere Einheiten vor Gujarat. Also diese kleinen Armeen dürften für unsere großen Truppen keine großen Probleme bereiten. Hier rekrutiere ich doch gleich mal einen General. Den werden wir sicherlich brauchen. Jawohl, 3 Sterne reicht doch erstmal. Das Wichtigste ist, dass es überhaupt einen General gibt. Und hier könnten wir von Berar aus natürlich einmarschieren in Malwa. Wir haben auch die Truppen dazu. Und die Truppen hier in Malwa sind uns von der Qualität her ganz klar unterlegen. Viele Kamelnomaden und Schützen, bisschen Artillerie und viele schwache Nahkämpfer. Nur ein paar wenige gute Einheiten. Die Gizibashi-Musketiere und die islamischen Schwertkämpfer sind dabei. Und ein paar kleine Verstärkungen. Insgesamt eine volle Armee. Wir haben hier eine 15er Armee. Das reicht aber volle Elle. Und ich glaube, wenn wir diese Truppen einfach mal abziehen, hier aus Berar, dann werden auch diese Truppen kaum angreifen. Und wir sollten einfach mal direkt auf die Stadt wirklich marschieren. Das tue ich jetzt auch. Mit der gesamten Armee. Und Malwa angreifen. Weil Malwa ist wirklich so ein bisschen, das sieht man auf der Karte auch schon sehr, sehr gut. Dieser Vorposten, der wirklich hier so reinragt in unsere Region. Und von Malwa aus können die alles andere angreifen. Wenn wir Malwa weg haben, haben wir erstmal eine große strategische Option der Mogulen ausgeschaltet und ein strategisches Problem von unserer Seite aus gelöst. Deswegen bin ich da auf jeden Fall hinterher, dass wir das jetzt auch genauso machen, wie ich es gerade eben gesagt habe. Hier in Bengalen, sehe ich gerade, sind keine feindlichen Truppen einmarschiert. Ja, das ist auch schon mal alles ganz gut hier. Landwirtschaft entwickelt sich auch gut. Ja, also dann können wir, glaube ich, uns ganz konzentrieren auf diese mittlere und westliche Front. Hier sind auch kleinere Truppen. Das sind immer nur ein bis zwei Mann-Armeen und unsere ein bis zwei Trupp-Armeen. Vielleicht können wir in Berar noch ein paar Truppen gebrauchen. Ich denke hier aus Bijapur ein paar Bagheer-Infanteristen, um die Stadt wirklich zu verteidigen. Unsere exzellente Infrastruktur in allen drei Durchmarschprovinzen, Bijapur, Ahmednagar und Berar, kommt uns dabei sehr stark zugute, dass das nur in zwei Runden bereits da ist. In Bijapur selbst rüste ich natürlich dann noch weitere Bagheer-Infanteristen auf. 5 Stück sollten erstmal reichen. Und wir haben auch noch sehr, sehr viel Geld, also 15.000 Profit. Und die Staatsschulden sind hier auch Donnerwetter. In 5 Runden schon. Ja, dank der neuen Universität. Das sollten eigentlich 8 Runden sein jetzt nach der Runde, aber es sind nur 5. Sehr, sehr gut. Die neue Uni erforscht also diese Dinge sehr, sehr schnell. In 5 Runden haben wir also schon die Staatsschulden, die Unterhaltskosten für Marine- und Armeeeinheiten um jeweils 3% sinken. Auch mehr Prestige bringt und noch mehr Städtewohlstand, dafür nur minimale Unterklasse zu Unzufriedenheit. Also 3% jeweils, jetzt können wir uns mal kurz ausrechnen, das sind bei 20.000 genau 600 und bei 2.600 nochmal ungefähr 75, also fast 700 Goldstücke, die wir dadurch nochmal bekommen. Also ein riesiger Bonus. Ja, das ist wirklich gut. Gut. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Welche Armee greifen wir zuerst an? Die Flotte haben wir bereits in die Richtung geschickt. Wir könnten natürlich die Flotte auch hier hinschicken erst. Ich bin am Überlegen, ob wir das wirklich vielleicht machen sollten. Weil die Flotte ist wieder nur so eine Brig- und Schaluppenflotte. Und hier könnten wir die vielleicht eher gebrauchen, um dieses nochmal auszuschalten. Genau, das tue ich auch. Das sind nämlich nur 2 Daue und 2 Brigs mit einem Admiral. Dann machen wir mal hier in Vengola mal wieder eine Dau und schicken unsere Flotte hier einfach zum Handelsschauplatz von Ostafrika. Um da die Mogulflotte auszuschalten, um auch noch einen 7. Handelsplatz für Elfenbein zu gewinnen. Um unsere Handelsvormacht noch weiter auszubauen. Gut. Ja, ich schicke unsere Truppen einfach mal los. Aber nicht hier, weil hier diese Truppen noch nicht so die große Bedrohung darstellen. Auch der Ashram ist jetzt kein so teures Gebäude, 1500. Ich denke nicht, dass sie das angreifen, aber für alle Fälle. Und Gujarat, ich denke, hier versuchen wir die mal einfach automatisch platt zu machen. Und diese kleine Armee sollte uns, genau, kein ernstzunehmender Gegner sein. Und die hauen entsprechend ab und wir ziehen uns sofort noch in die Stadt zurück und haben immer noch reichlich Reichweite. Ich rüste unsere Truppen danach sofort auf und rekrutiere auch noch mal ein bisschen Infanterie. Davon haben wir nämlich ein bisschen wenig hier. 3 Einheiten sollten erstmal reichen und sind auch nächste Runde bereits verfügbar. Gut, in Malar oder in Malwa sind wir bereits einmarschiert. Unsere Truppen sind hier stark. Ja, ich denke, komm, die gibt es nochmal und dann Orisa und Sekaas, der Rest ist eigentlich alles soweit bekannt. Die Armee hier im Osten ist auch mehr als nur ein bisschen zu groß, kann man fast schon sagen.
diese Armee in Bengalen, die brauchen wir nicht für die Bevölkerung. Und ich glaube, na gut, die könnte man natürlich trotzdem hier lassen, so als östliches Kommando, ne? Ich baue mal Militärakademie hier hin. Und die Stadt ist sehr gut ausgebaut. Also auch verbesserte Befestigung, das Observatorium und das Darenpalast sind schon da. Also nur noch diese beiden Sachen müssen wir aufrüsten. Und natürlich ist das hier so als östliches Kommando gerade auch gegen Angriffe der Briten zum Beispiel sehr, sehr gut geeignet. Also lasse ich meine Armee da in Bengalen. Aber ob wir so viele Truppen brauchen, glaube ich eher nicht. Ich nehme mal diese Truppen hier raus. Und diese 5 Einheiten Bagierinfanterie. Und die schicken wir auch mal nach Berar tatsächlich. Quer durch die Provinz. Und auch diese Truppen sind sehr schnell da. In 2 Runden sogar nur. Das ist wirklich echt stark. Und ja, ich glaube, wir können in die nächste Runde gehen, weil der Feind jetzt am Zug ist. Ich bin mal gespannt, was die Mogulen so vorhaben. Und Truppen sind praktisch überall in Ausbildung. Hier noch nicht, aber hier bin ich noch einmal Pindari-Reiter aus und Rajputana. Vielleicht kann hier irgendwie noch was bewirken. Und unsere Hauptstadt haben wir auch gerade eben kräftig aufgerüstet. Im Süden brauchen wir erstmal keine weiteren Truppen. Dann Karnataka vielleicht doch für die Bevölkerung, die hier doch irgendwie Repressionen erhalten muss. Artillerie haben wir zum Beispiel noch gar nicht hier. Und in Mysur ist etwas besser, glaube ich. 4 von 5 wäre auch nicht viel besser. Dann haben wir hier mal Polygare nochmal und nochmal Polygare und nochmal Bagierinfanterie. Es ist halt ein bisschen schwierig zurzeit. Auch wenn die Truppen viel Unterhalt kosten teilweise. Wir müssen es wagen. Wir haben ohnehin so viel Geld. Das kommt uns jetzt wirklich zugute, dass wir so eine gute Wirtschaft haben. Und ja. Ich sage, weiter geht's in die nächste Runde. Und dann gibt's bald Stress mit den Mogulen. Ach, warte mal. Escape. Escape. Ich würde wirklich ganz gerne mal... Ach, Escape gehe ich immer. Doch. Optionen. Spielanstellung und dann möchte ich gerne die CPU-Anstellung. CPU-Bewegung sehen. Jawohl. Gleich für die Mogulen. Ja, die Osmanen bewegen sich auch. Ja, schön. Und auch die Russen. Ach, guck, die wollen ein Handelsabkommen. Das ist doch eine super Sache. Die wollen dafür 2 Technologien haben. Ich gebe ihnen mal nur eine, nämlich die hier. Und hoffe, dass wir ein neues Handelsabkommen haben. Jawohl, mit Russland. Sehr schön. Wir haben wieder ein Handelsabkommen mit Russland. Sehr gut. Supi, das ist doch mal eine positive Überraschung. So, und jetzt geht's weiter. Gleich kommen die Mogulen. Jetzt. Also, hier, da, na, nicht in den Ashram rein, okay? Da bewegen sie sich in ihre eigene Provinz, in Hindustan, die ganz schwach besetzt ist. Noch. Jetzt kommen etwas mehr Truppen gleich an. Aber die gehen nicht in die Stadt. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Hm? Jetzt werden wir angegriffen von ihrer Flotte und ziehen uns natürlich zurück. Und diese Flotte werden wir jetzt leider verlieren. Schade. Vielleicht schaffen wir es danach, ein Schiff von denen zu übernehmen. Und wir werden angegriffen. Das ist ja eine verrückte Idee. Also ich speichere mal ganz kurz. Und wir werden angegriffen. Das ist unsere große Armee, die ich gerade eben nach Malwa geschickt habe. Und wir werden attackiert von einer kleinen Armee mit großen Verstärkungsarmeen, die aber auch zum Teil schwer... Was denn jetzt? Schwer angeschlagen sind. Oh, hier sind ja teilweise richtig viele Trupps weg. Und teilweise arg zerstört und auch einige Armeen können nicht rein. Also wir haben zahlenmäßig ungefähr 1:1 und ich gehe sofort in die Schlacht. Das lasse ich mir nicht entgehen, dass wir hier große Truppenverbände der Feinde ausschalten können.
So. Aufstellung bearbeiten. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier, das Gelände. Wir werden angegriffen, das heißt, wir können uns von Anfang an hier so positionieren, denke ich. Jawohl. Die Kanonen haben ein gutes Schussfeld. Und unsere Bargier-Infanterie stellt sich hoffentlich ein bisschen schlauer auf hier. So. Und hier geht's auch nochmal hin. Oder auch nicht. Komisch. So, jetzt. So, was haben wir hier? Polygar, das ist schön. Hier haben wir nochmal verschiedene Kavalleristen, die können direkt da stehen bleiben. Und die können auch da bleiben. Und ich sage, wenn ich Elefanten aufgestellt habe, nämlich hierhin. Los geht's! Ja, mit der Artillerie können wir erstmal sofort auf die Kanonenmannen ballern. Und tschüss. Boah! Das habe ich von hier gesehen. Jasse, es sind noch 25 Mann übrig. Heftig! Haben schon alle geschossen. Und wir werden von hinten umzingelt. Das ist ja grandios. Dann sollte unsere Artillerie sich mal ganz fix hier nochmal drauf schießen vielleicht. Und Feuer. Jawohl, noch ein paar hinterher geben, dass die auch ordentlich weg sind. Und dann Stopp und aufprotzen, damit wir uns umdrehen können. 18 sind noch übrig. Das wird nicht reichen. Wir können uns direkt umdrehen und haben hier immer noch ein sehr gutes Schussfeld. Da hinten kommen die Feinde an und wir müssen unsere Truppen eigentlich auch nur hier umdrehen. Da muss ich erstmal die rausnehmen. So. Die hören nicht. Ach, weil da Mauern sind zum Kotzen. So, hier kommt auch nochmal Kavallerie hin. Elefanten. Und eine noch nicht verwendete Bargier-Infanterie, die kann ja perfektieren. Wenn ihr euch rechtzeitig aufstellt, können wir noch eine volle fette Ladung abschießen auf die Feinde. Auch wenn wir nicht so viel treffen werden, aber die werden dann hier runterpurzeln, die Kugeln. Und dann könnt ihr... Oh, voll rein, das wär's doch mal. So. Und bitte einmal aufstellen. Fangen wir euch beiden schon mal an. Und ihr beide müsst unbedingt hier auf dieser Stelle mal schießen. Ich lasse sie auch abrotzen. So, ihr habt mich angegriffen. Das heißt, ihr müsst... am besten hier irgendwie drauf. Dass hier das voll reingeht gleich. So, ihr habt mich angegriffen, Jungs. Ihr müsst also gleich... Genau. Dass die Kugel hier noch so ein bisschen über das Ziel hinausschießen und dann da rein purzeln. Das wäre doch gut. So wie gerade eben. Denn Kanonen können auch auf große Entfernung, vor allem gegen Artillerie und andere Kavallerie, noch deutlich besser wirken. Juhu. So, also scheinbar macht der Feind keine großen Sprünge. Deswegen schicken unsere Truppen jetzt mal nach vorne, damit wir das auf diese manuelle Art und Weise hinkriegen. Ne, hier hat er jetzt kaum Verluste. Das ist auch, ist ja auch gewisserweise fair. Da lassen wir ihn einfach mal auf automatischen Modus. Und auch ihr marschiert weiter nach vorne. So, und ihr sowieso.
Ihr besetzt das Zentrum der Stadt. Ihr seid eine ganz wichtige Einheit. Jetzt haben wir hier welche in Reichweite vielleicht. Ja, dieses Gebäude wird im Laufe der Schlacht sicherlich auch noch ein bisschen Schaden nehmen. Ja. Hier ist auch schon was kaputt gegangen. Frisch, genau. Frisch, frisch, aktiv. Jo. Ja, Jungs, also wenn ihr mit uns kämpfen wollt, dann müsst ihr ein bisschen kämpfen. Frisch, 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 dann könnt ihr noch rennen, wirklich. Aktiv, frisch, frisch.